Ich kann nicht glauben, dass Turin tot ist. Aber damit kann ich mich jetzt auch nicht beschäftigen. Danke, dass ihr mir diese Schriftrolle zurückgebracht habt. Ihr ahnt ja nicht, wie wichtig sie ist. Was die Feinde über diese Steine sagen. Doch, wenn es stimmt. Zu gut, um es nicht auf ewig zu bewahren. Lystrum war nicht in der Stadt, als Artal zu Besuch kam. Lystrum kennt Artal nicht. Und Artal ist älter und etwas seltsam. Man könnte sie für eine Schicksalsweberin halten. Als Lystrum wieder in die Stadt kam, fand er dort Artal das Orakel vor. Ich sagte Lystrum, ihre Prophezeiungen sind unglaublich. Geh sie aufsuchen. Ach, ihr hättet es sehen sollen. Ein Gockel, sagte sie, wird zu einem Mann werden und dieser Mann wird euer Geliebter werden. Er wird für euch sorgen, euch zum Lachen bringen, euer Leben aufmachen. Auf dem Boden picken und jeden Morgen mit dem großen Schrei ausstoßen. Ah.
Ihr seid gekommen. Wie weise von euch. Weiser als die anderen Narren im Haus der Balladen. Ihre Unfähigkeit, über sich selbst hinauszublicken, ist der Grund für dieses Ende. Dies ist mein Reich. Und jeder, der es durchqueren will, muss sich zunächst meinen Herausforderungen stellen. Der Dornwall wartet auf euch. So wie es die Erzählung besagt, wird es auch für euch gelten. Nur ein wahrer Ritter aus dem Haus der Balladen kann den Wall überwinden. Und jeder wahre Ritter braucht eine Rüstung. So sagt mir, Liebster, sind eure Geschichten den Atem eines Barden wert? Oder seid ihr nur Staub, der darauf wartet, zu Boden zu sinken? Seht nur, wer hier ist, Kret. Halam der Weiße hat seine rechte Hand geschickt, um den guten Namen unserer Herrin in den Schmutz zu ziehen. Ihr unterbrecht ein Duell, das in die Legenden eingehen wird. Es kann nur einen Champion von Windermeer geben, und das werde ich sein. Aber natürlich war Kret nie jemand, der sich mit Würde geschlagen gäbe. Ihr braucht unsere Rüstung? Soll das ein Scherz sein? Ihr werdet die Maid niemals beeindrucken. Sie ist allein an wahren Rittern des Reichs interessiert. Aber vielleicht könnt ihr uns bei einer Entscheidung helfen, Sagrel. Kret und ich haben gerade darum gekämpft, wer der wahre Champion der Maid sein sollte. Außer natürlich, ihr haltet euch selbst einer derartigen Ehre für würdig. Dann könnt ihr gern einen von uns zu einem Duell herausfordern. Euer Preis soll die Rüstung sein, die ihr begehrt. Gut. Ich muss gestehen, dass ich auf dieses Ergebnis gehofft hatte. Wollen wir?